Aber richtig. Komm, Carsten, ich mach ein bisschen Blinker-Disco für dich. Ach du Scheiße. Warte, ich mach für dich Disco. Ist mir egal. Ist mir egal. Oh, Kurve. Kurve. Wer ist der Kurve? Achso, mit dem Tempomaten ist das ganz bequem, jetzt in dem Tempo hier lang zu tuckern, ne, Carsten? Wir treffen uns nicht sehr viel. Irgendwann wird es dann müdend. Ermüdend. Wo ist denn jetzt der Julian? Ermüdet sie müde. Auf dem Weg nach Sheffield. Da kommt er doch, der Julian. Ach guck mal, da seid ihr ja doch. Ja. Oh, der Julian ist auf der Brücke gerade. Ich fahr mal vorbei. Ja, fahr mal vorbei. Julian auf der Brücke. Muss ja noch abliefern. Julian on the bridge. Wo seid ihr denn? Weg. Über sieben Brücken musst du gehen. An der Tankstelle. Ja, da, ach ja, ist keine Reparaturbrücken wieder stehen. Nee. Nee, tanken muss ich noch nicht. Ich hab gerade getankt. Dann müsst ihr gleich die Ausfahrt nehmen, ne? Mhm. Richtig, ja. Ja. Der Julian quält mich schon wieder mit seiner Lichthupe. Lichthupe, Lichthupe. Ah. Lichthupe oder Nichthupe? Lichthupe. Boah, ich will immer den Blinker ausschalten, wie im Omsi. Warum? Ja, weil ich das so gewohnt bin. Also du kannst doch im Omsi einfach so lenken, dass der Blinker sich automatisch abschaltet. Aber nicht bei allen Fahrzeugen. Außerdem boah, kann man... Ist schon geil aus. Ja, egal. Außerdem kann man... Baum. Ja. Mhm, genau. Gäsekuh. Genau. Nein! Hört sich ja an, als ob Leute sterben. Majos erstes Mal. Das haben wir alle live miterlebt. Wie geil langsam das passiert ist. Der ist um die komplette Kurve. Der hat beim ersten Mal nichts überstürzt, das ist wichtig. Ganz ehrlich, der ist um die komplette Kurve rum und hat sich dann erst am Ende noch auf die Seite gelegt. Der ist so lange noch auf zwei Reifen weitergefahren. Das ist Sache, der Kasten bremst einfach. Genial, Mario, genial. Ich hab deinen jetzt komischen du, Punkt. Dass du mit der gesehen. Null auf dem Namen. Da hab ich mir das schon gedacht. Zur Werkstatt zurücksetzt. So. Mit der Null? Mit der Null auf dem Numpad so weit durchschalten, bis du den Zustand deines LKWs und deines Anhängers siehst. Und dann drückst du Enter. Achso, ja, damit ich. Ach, geil, das geht mit der Null auf dem Numpad. Ja, das mache ich immer deswegen, weil ich auf F7 zum Beispiel Tracker und so einen ganzen Kram sitzen habe. Ja, du kannst auch die Null drücken. Also, ich fahre auch einen Tracker. So, einmal Fahrzeug reparieren, bitte. Dotto. Ich fahre fast einen Tracker. Ich hatte eigentlich kaum was kaputt, ne? Ich bin nur umgefallen. Ja. Chef. Mein linker Spiegel ist abgebrochen, aber das ist kein Problem. Aber mein LKW liegt drauf. So. Ja, ist gut, annehmbar. Ich hab mal. Dem Josch gefällt das. Ich hab mal Erfahrungspunkte gemacht, sehr schön. Josch gefällt das. Ach, wie praktisch. Guck mal, ich bin bei euch rausgekommen. Oh. Ist das nicht toll? So, Aufträge. Hi. Hat einen Scheiß. Aber das sah gut aus, ne, Julian? Ja, sah schön aus. Das sah von innen sehr toll aus. Ich hörte es auf einmal nur, dass ich auf einer Seite fahre, sehe, dass es schräg wird und höre so ein Fiepen und auf einmal BOOM. Fiep, fiep, fiep. Das war jetzt ganz cool, genial, ja. Genial, du. Aber du hast dich noch lange gehalten, du. Ich hab gedacht, vielleicht schaffe ich es noch. Aber nee, hast du. Also ab Mitte der Kurve war mir klar, dass du es nicht mehr schaffst. Ja, wir fahren doch über Odense, ne? Oder? Wir fahren jetzt erstmal nach Grimsby. Du hättest betreiben können am Anfang, dass du aber über Dänemark, ne? Und dann in die Leitplanke steuerst, weil wenn du Glück hast, dann... Über Dänemark, ne? Grimsby, also fahren wir jetzt erst nach Grimsby, das muss ich mir nämlich dann eintragen. Ja, über Dänemark, ne? Mhm. Wo ist denn Grimsby? Rechts von uns. Rechts. Jetzt. Ja. Wo muss der Josch denn hin? Das musst du ja schon mal nachgucken. Der Josch muss nach. Schauen wir mal ganz kurz in die Liste. Nach Trelleborg. Grimsby, welches? Das ist WBC, WGCC. Euro-Goodies. Euro-Goodies, okay. Dann könnte ich doch was nach Karlskrona nehmen und dann fahren wir hoch, James? Oder? Genau, meine ich nämlich auch. Was macht deine oder Frau? Ich nehme nach Odense. Ist sie nur da?
Wo zur Hölle ist Odense? Auf dem Weg in Dänemark. Wo zur Hölle ist denn jetzt wieder Trelleborg hier, finde ich auch. Dann fahren wir nämlich auf jeden Fall über die... Trelleborg ist rechts unten, nach Alafut oder sowas in der Art. Da habe ich Göteborg. Göteborg. Ein Göteburger. Göteborg, oh lecker, Göteborg. Ja. Trelleborg. Das ist voll die geile Geschäftsidee. Wo musst du hin nach Trelleborg? Göteborg entwerfen. Ah, wir verkaufen dann Göteborg. Unten in Trelleborg ist ja nur ein einziger, ne? Alafut. Ey, das ist total geil. Ich hab da Blabla-Lines. In der kompletten Skandinavien-Karte habe ich 2 Städte nicht angefahren bis jetzt. So. In England sind es ein paar mehr. Warum fahr ich denn rückwärts? Warum seid ihr da unten? In Frankreich sind es noch weniger. Ja, ich bin gleich wieder da. Der Carsten ist gleich wieder da. Ist das ein Hund? Bitte warten Sie einen Moment, ihr Carsten. Gleich wieder für Sie erreichbar. Ach, Trelleborg ist ganz schön groß, sehe ich gerade. Please hold the line. Bitte warten. Geht's da rein? Komm ich da zu euch? Nee. Komm ich da zu euch? Nee. Aber ich bin über euch. Hallo. Guck mal hoch, links hoch. Ich seh dich. Guck mal hoch. Ich links nicht. Hoch. Oh ja, will dich auch nicht sehen, Josh. Oh ja, es blinkt wirklich. Hallo, Josh. Hallo. Hallo. Ich gesehen. War mal woanders. Kann das sein, dass wir hier wenden müssen gleich? Ja. Gut. Ja, aber wenden ist ja kein Problem. Das kriegen wir ja hin. Wenn nicht, gibt's eine Blockumfahrung. Nein, ist das schön hier. Ja, ja. Gut, so schön ist es jetzt nicht wirklich. Ich hab schon echt, ganz ehrlich, ich hatte echt heute tierisch wieder Bock, endlich wieder aufnehmen zu können in LTS. Echt jetzt? Ja, habe ich mich tierisch gefreut. Ich nicht. Ihr nervt voll. Ja, du machst das nur des Geldes wegen, ne? Ja, eben, ja, deswegen steht uns auch zu, das Geld. So nur wegen Fame. Carsten, du bist der Schlimmste von allen. Nur wegen Fame. Ja, aber wenigstens bin ich heute mal umgefallen. So, ne? Wo seid ihr denn überhaupt? Jetzt so gerade? Wir stehen hier immer noch bei der Werkstatt. Wir hin müssen um den James so vielleicht mal Bescheid zu sagen, lieber James, es sind heute schon alle umgefallen, außer Carsten. Das stimmt gar nicht. Doch. James ist umgefallen, Josh ist umgefallen, ich bin umgefallen und Mario ist umgefallen. Ja. Was soll jetzt die Information helfen? Ach, weil James ja immer möchte, dass wir alle... Also ich finde die ja schon ziemlich ungerecht, die Information jetzt von dir. Also ich finde das so ein bisschen mobbingartig. Wie mobbingartig? Ich bin auch im Mobbing, ey. Durch dich ja, jetzt fahrt ihr jetzt weg, oder was? Ich komme jetzt extra zu euch und ihr fahrt einfach weg, oder was? Ja. Ich habe mich nur hinter Josh gestellt. Also ich, ich gucke gerade Aufträge durch. So, geht's wir dann noch weiter? Nein. Ja, nein. Fahr mal. Fahr Fatima los. Carsten. Oh, der Carsten Fatima hat Klimaanlagenteile. Was? Lüftung. Auch Klimaanlage haben. So Lüftungs... So ein Boing. Ich helfe, warte. Geht nicht, scheiße. Hä, was ist da los? Nix. Dinge. Hallo Leute. Ja, moin Leute. Ihr dürft das Ja davor nicht vergessen. Ja, moin Leute. Ihr seid scheiße. Echt wahr. Mario, früher war das gleich Hallo Weintin. Leute. Ja, genau. Mario setzt sich gleich hin und sagt, ich spiele nicht mehr mit euch. Genau. Genau. Ihr seid so doof. Ihr dürft selber mit euren Treckern, mit euren LKW spielen. Hallöle. Ihr dürft nicht mehr mit meinem LKW spielen. Ihr macht den immer nur kaputt, Salatsüssel. Die Salatsüssel. Der Jahrtag ist Falschfahrer. Mhm, ja, das kostet deswegen gleich. Deswegen bin ich wenigstens freundlich, das hat schon gekostet. Du kommst aber da auch jetzt nicht mehr rüber. Doch. Ne. Doch. Nee. Doch. Nee. Nicht rechtzeitig. Doch. Nee. Ach, fick das Schnitzel. Tschö. Das tschö wird recht eng. Tschö, wir müssen hier hoch, oder? Nee, ja, geradeaus. Nee, ja. Was denn jetzt? Hinten, da, wo geradeaus Josh steht. Da, wo Josh und James langfahren. Nee, du fährst nicht. Du bleibst stehen, bitte. Ja, dann bleib ich halt stehen. Wusste ich. Boah, ja, du hast auch nicht gefragt. Ja, ich war ja schon neben dir. Das war ein Befehl. Genau, ich hier, frage ja, nicht. Hier kannst du, hier, wenn du da hochfährst, kannst du auf die richtige Spur. Freundlich. Genau, wenn du da hochfährst. Wenn du da hochfährst, kannst du. Kanze? Jetzt kann ich nämlich hier links. Boah, geil. Zack, schon bin ich wieder da. Aber ich zack, bin wieder da. Simulant, Pickel am Arsch. Der Simulant hat eine Lüftung. Echt? Ja. Wo ist denn der Simulant? Hinter dir. Hier, bei mir. Ganz hinten.
Er muss sich aber erstmal vor. Das war's mit der Sound. Du kotzen. Ah, eine Lüftung. Cool. Ein selbsttätiger Endlüfter. Ach, Leute. I think wir müssen abfahren. Ich werd von allen gebumst. Freu dich doch, Julian. Wollte ich gerade sagen, sei doch froh, dass du meine schöne Mann. Abwechslung. Nee, ihr seid alles Julian. Männer. Guck mal, Julian, wie zart ich dich jetzt vorbeigelassen hab, ja? Ich ganz geschmeidig. Ich hätte eigentlich nur rechts rumreißen brauchen, du Penner! Ich wollte mal gucken, ob du auch bei Gefahrensituationen reagieren kannst, du Penner. Was ist denn heute los, Mensch? Carsten, aus. Oh! Kaputt. Die ist kaputt. Du bist kaputt. Papa, wenn ich mach kaputt mein Spielzeug, dann geht nicht mehr. Erkläre mir. So, mein Sohn, wenn du machst kaputt, dann kann nicht mehr funktionieren, weil sonst würde nicht heißen kaputt. Ja. Das ist Erklärung von kaputt, aber russische Methode ist dreimal draufhauen und dann funktioniert wieder. Ja, das funktioniert aber auch bei normalen deutschen Geräten. Ja, aus aber ist trotzdem russische Methode. Hallo Mario, Schnecke. Ah! Was macht ihr? Der war so drauf. Ey, du Penner! Ja! Scheiße! Mano! Mull, da steht Mull. Was ist das für ein Dreckschwein? Was, Null? Mull. Was ist das für ein Dreckschwein? Ach, Mull. Mull wie der Verband. Ja, hab ich schon verstanden. Ja, jetzt glaube ich, muss ich reparieren. Ja, ich oh, auch. Nee. Boah, Carsten, du bist so ein Dreckschwein. Also, um die Situation mal gerade zu erklären, cool. Ja. Mario hat versucht, mich wegzudrängen bzw. umzukippen, hat dann aber nicht bemerkt, dass die Straße aufhört und dann Gras ist wegen Abfahrt. Und Rat hat dann da auf dem Gras lang versucht, wieder auf die Autobahn zu kommen. Und Carsten hat versucht, ihn umzuhauen. Hat es aber nicht geschafft. Nicht ganz. Aber er war schon schräg. Schade. Jetzt komme ich nicht mehr hier vom Fleck. So eine Scheiße aber auch. Willst du ihn? Schade, das tut Gesundheit. Leid. Dankeschön. Ich fahre die Stadt bitte, da rein. Bitte. Danke. Also meine Route ist auch was anderes. Ich will auch nicht über deine Route wissen, wenn ich ehrlich bin. Hey, du musst doch nach Grimsby, oder? Oh, jetzt sind wir verkeilt. Ja, aber meine Route ist auch was anderes. Wie heißt denn dein Ding da, wo du hin musst? Wir fahren nach Grimsby Werkstatt, wa? Ah, okay, ich weiß, wie deine Route fährt. Ah, okay. So wäre fährt die Route, ne? Komm, Carsten, nee, die fährt nur anders lang. Ich muss hier zurücksetzen. Fahren wir denn nach Grimsby zur Werkstatt? Ah, jetzt ist er wieder an. Ja, ich bin ein bisschen blöd gefahren. Leute, egal, Grimsby Werkstatt, ja, nein? Ja, bitte. Ja, natürlich. Ja. Okay. Wenn ich jetzt zurücksetze, wo steht denn das, wo der hingeht? Weil In der Meldung, bevor du bestätigen musst, dass du wirklich zurücksetzen möchtest. Oh ja. Fahren habe ich das jetzt gemacht. Oh yeah. Super. Da ist die Werkstatt. Super Kekse. Super knusprig. Super geil. Bin ich hier alleine auf der Autobahn, so man super nett. Lecker. Lass dich zurücksetzen, dann kommt auch nach Grimsby. Mit welcher Taste? Mit das der Null, ne? Null, hm? Es ist voll die Noob-Methode. Super geil. Ich konnte aber nicht mehr fahren. Super geil. Achso, ja, nur für die noch fahren können, ist das Noob. Super geil. Super und da steht, wo es hingeht? Ja. Wenn du einmal Enter Grimsby gedrückt hast. Grimsby. Genau. Es geht nach Grimsby. Seid nie alle. Carsten und ich. Richtung Grimsby. Carsten, wartest du gerade? Ja. Dann repariere ich mich kurz und dann fahre ich. Aber wo seid ihr denn alle? Wir fahren Richtung Grimsby auf die Autobahn. Ach so. Wir sind vor denen in Grimsby schon. Scheiße. Hallo. Julian. Hallo Leute. Hallo, ich bin dein Ohrwurm. So muss man mal ein Video anfangen. Hallo Leute. Au!